Im Jahr 2015 schenkten CSU-Wähler Flüchtlingsfamilien noch Spielzeug. Früher waren es AfD-Leute, die verächtlich von Asyltourismus sprachen, heute macht das Markus Söder von der CSU. Die SPD wiederum übernimmt die altbekannte CDU-Rhetorik, wonach man beim besten Willen nicht jedem helfen könne. Menschen, die weder geduldet noch als Asylbewerber anerkannt werden, müssen schneller Klarheit haben, dass sie nicht bleiben können und zurückgeschickt werden. Wer Schutz braucht, ist willkommen. Aber wir können nicht alle bei uns aufnehmen. Dazu müssen sich auch die Grünen im Bundesrat bewegen. Flüchtlinge brauchten zunächst einmal sichere Zufluchtsorte in den Krisenregionen. Von dort aus sollten dann besonders schutzbedürftige Menschen über feste und große Kontingente nach Europa geholt werden. Mein Idealismus war ein Luxus, dessen Zeit abgelaufen ist. Offene Grenzen für alle ist weltfremd. Den Afrikanern, gerade den Ärmsten unter ihnen, sollte man lieber in Afrika helfen, statt eine Zuwanderung zu erlauben, die am Ende in Lohndumping mündet. Die Ehesohn von Linksliberalismus und Goldman Sachs ist gefährlich. Sie untergräbt nicht nur die Demokratie, sondern auch die Zustimmung zu liberalen Grundwerten. An meinem 69. Geburtstag wurden 69 Flüchtlinge abgeschoben. Grenzen haben auch ihr Gutes. Ich wünsche mir eine Art Marshallplan für Afrika. Verbunden mit geschlossenen Grenzen Richtung Europa. Wir müssen den Menschen in Afrika konkrete Bleibeperspektiven geben. Dazu gehören Bildung, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit. Nötig dafür ist ein EU-weit abgestimmtes Vorgehen. Ist es nicht letztlich vor allem die Angst vor der schlichten Armut der anderen, die in vielen deutschen und europäischen Köpfen nistet? Die Angst vor dem Abgeben müssen. Wäre es nicht dauerhaft besser zu teilen, anstelle rechten Parolen zu folgen, die uns europaweit in eine Zukunft mit mehr oder weniger faschistischen Regierungen steuert? Wie viel würde brauchen Menschen, die im Mittelmeer ertrinken? Und wie viel würde haben Menschen, die anderen die Seenotrettung verbieten wollen?